So, hallihallo, hallöchen und recht herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Runde vom Let's Play Train Sim Classic. Wir sind mal wieder mit dem Intercity 2 hier unterwegs und das Ganze im Intercity 2004 auf seiner Fahrt von Konstanz bis Emden. Das heißt, ja, er ist ein ganz klein wenig, so ein paar Meterchen quer durch Deutschland unterwegs, also eher längs, ne, wenn ich jetzt grob mal so den Laufweg betrachte, eher längs als quer, und das Ganze ist Teil vom neuesten Fahrzeitpaket. Und genau, das werden wir uns heute einmal mal anschauen. Ich habe mir nur mal hier den anderen IC2 hier reingepackt, gibt es aber auch für verschiedene Varianten. Genau, kann man sich also aussuchen, welches Rollmaterial man da gerne hätte. So, ich pack den hier gerade mal langsam, aber sicher in Betrieb. Wir brauchen, na gut, erstmal Türen können wir schon mal machen. Das sollte eigentlich direkt funktionieren. Dann brauchen wir einen, so, Pantographen. Dann brauchen wir sowas wie einen Hauptschalter. Dann brauchen wir das Pult an. Sonst können wir eigentlich gar nichts steuern. Dann machen wir mal hier nach vorne. Ein bisschen Licht. Ja, gucken wir mal, ganz gemütliches Hütten jetzt auch. Ja, oh, sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So, dann sollten die Fahrgäste auch noch wissen, wo wir hinfahren, hätte ich gesagt. Werden wahrscheinlich jetzt nicht Emden oder Leer Ostfriesland oder so hier haben. Das haben wir Mannheim, Frankfurt, da stehen wir gerade. Münster, Westfalen, da fahren wir auch hin. Das ist ein bisschen weiter. Karlsruhe, guck mal. München, Augsburg, Köln, Koblenz, Düsseldorf fahren wir auch. Hannover nicht, Bremen, nee, oder? Nee, Quatsch. Hamburg, Berlin, Rostock, Dresden, Leipzig, Magdeburg, Singenhorb. Ach, gucken wir jetzt mal hier auf der Bahn Stuttgart nach, genau, Zürich. Okay, wir haben mal gar nicht. Was nehmen wir denn dann? Ja, da das Paket hier bis Köln geht. Also, ich kann noch mal ganz kurz ein paar Worte zum Zugpaket verlieren, wenn wir fahren. Abfahrt ist um, ich kann noch lesen, 23 ist Abfahrt. So, ganz kurz hier noch die SIFA, PZB und den Traction Lever. So, hätte ich gesagt, können wir hier einmal los. Ich werde mal ganz kurz ein bisschen hier die, das hätte ich natürlich vorher schon machen können, ein kleines bisschen hier die den Zoom-Augen aktivieren, dass wir auch ein bisschen was sehen auf der Strecke. Dann hätte ich gesagt, jo, ist Abfahrt, ne? So, schauen wir mal, ob wir hier Fahrt kriegen. Das klingt doch wunderbar. Genau. Wir fahren mal wieder ein 3D-Zug-Szenario-Paket und das Ganze hier gab es ja schon mal so ein bisschen in die andere Richtung. Finde ich auch immer noch eine sehr, sehr coole Idee, und zwar verfolgen wir einen Zug über verschiedene... Sind wir das? Ah ne, das ist das Kollege da drüben, der so ein bisschen Geräusche macht. Okay, ist wohl ein bisschen lauter. Also, wir verfolgen jetzt einen Zug auf seinem gesamten Laufweg, und zwar, ne, wir können ja auch tatsächlich in Konstanz losfahren mit der ersten Map. Dann geht's nach Hausach, dann haben wir einen kleinen Break bis Offenburg, dann können wir Offenburg-Karlsruhe fahren auf der Map, die eben bis Straßburg geht. Dann können wir Frankfurt Highspeed benutzen, um hier bis an den Frankfurter Flughafen zu kommen, können dann Frankfurt-Koblenz bemühen, worauf wir gerade sind, dann den Zug weiter eben bis Koblenz steuert und Köln-Koblenz dann für die letzten Meter bis Köln. Herzlich willkommen im Intercity, ja, der Deutschen Bahn nach Emden Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Mainz Hauptbahnhof. So, genau, exakt. Also, das ist das Ding. Und finde ich, wie gesagt, echt ein sehr, sehr cooles Ding. Das heißt, man kann so, ne, so eine Storyline sich auch über die verschiedenen Fahrten aufbauen. Die brauchen wir nämlich auch. Ich habe nämlich auch mal in den Laufweg des IC 2004 geschaut. Und der fährt, wie ich relativ schnell festgestellt habe, eigentlich nicht hier über die Riedbahn nach Frankfurt, sodass wir jetzt am Frankfurt Flughafen Fernbahnhof rauskommen, sondern der fährt über Worms. Und das tut er halt eben hier nicht wegen Bauarbeiten. Klar, eine kleine Story hier, weil die Strecke von Mannheim über Worms nach Mainz gibt es natürlich nicht im Train Simulator. Entsprechend können wir die natürlich auch irgendwie nicht benutzen. Ergibt ja irgendwie Sinn. Ich weiß, wir dürfen 160, aber ich... achso, 20 mehr, genau. Ich wollte, wir sehen 130 bald, und ich habe mal so mitbekommen, steht auch in der Beschreibung drin, dass der Fahrplan wirklich ziemlich viel verzeiht. Also da man hier im Train Simulator natürlich prinzipiell eher mehr
Also ein bisschen höher priorisiert wird. Gut, natürlich je nachdem, was man ist für eine Zugkategorie, aber das läuft natürlich alles wesentlich besser als im Realen. Und entsprechend sollte der Fahrplan so absolut gar kein Problem sein. Das heißt, wir können auch einmal schauen, dass wir so ein ganz kleines bisschen energieeffizient fahren, was auch eben hier einfach bedeutet. Wir müssen bald 130, brauchen gar nicht so stark hoch beschleunigen, da wir das Ganze wieder verbremsen. Machen wir natürlich nicht, wenn wir gleich ein bisschen Verspätung auf der Uhr hätten. Natürlich eine Sache, die man dann nur tut, wenn man noch eben genug Puffer hat. Die Frage ist, welche Puffer? Kartoffelpuffer sind zum Beispiel was ganz Leckeres, aber ja, gut. Lassen wir das mal. Genau. Entsprechend Storyline habe ich mir auch ein bisschen vorher mal angeschaut, und zwar eben wegen Bauarbeiten, Umleitung von Mannheim über... Ja, ne, Frankfurt Flughafen, Fernbahnhof, irgendwas ist da Biblis und Zeug. Das ist dann eben hier unser Fahrtweg heute gewesen. Und ja, genau, dann war noch irgendwas mit, wir brauchen Kaffee. Das heißt, mal schauen, ob wir gleich in Mainz da restockt werden. Und haben jetzt auch eben halbwegs untypisch, aber direkt auch keine Ansage bekommen. Müsste aber auch, glaube ich, gar nicht viel zu melden gegeben haben. Ganz normal nämlich gleich unsere 130, weil wir nämlich einmal... hier abzweigen, ne? Auch was ich irgendwie, ich glaube, einmal gemacht habe mit dem ICE, der dann... Ah, sieht aber gut aus, 120. Der dann hier... Ah, LZB-Ende, ja gut, okay, klar. Ist jetzt hier dann keine LZB mehr legt, das kann ich nachvollziehen. Genau, wir starten nämlich hier in Frankfurt am Flughafen Fernbahnhof. Und dann geht es hier eben über die Verbindung nach Mainz. Hat mich eh schon mal gefragt, wie sich das so anfühlt, wie das so ist. Und dann sind wir jetzt hier Mainz-Bischofsheim. Und dann kommen wir ein bisschen vorher rein. Rüsselsheim-Opelwerk sieht man natürlich auch immer Züge dorthin, wenn man in Frankfurt am Flughafen steht. Also am Fernbahnhof, da fahren auch die Züge auch immer dahin. Ich glaube, das war so. Und jetzt bin ich dann ja auch mal gewesen, ne? Zumindest mal digital so ab Mainz. Kenne ich dann die Strecke wieder eigentlich ganz gut. Dann fährt man halt über Bingen bis nach Koblenz, gibt es ja auch im Trainsim World, muss ich sagen, ist dort auch eine meiner Lieblingsstrecken. Ist auch mal wieder cool, hier lang zu fahren, vor allem sind wir jetzt ja auch auf einem Teil unterwegs, also auf einer Region unterwegs, wo auch das Süwex-Netz ist. Das heißt, wir sind mal gespannt, ob uns der ein oder andere Süwex hier entgegenkommt oder vorausfährt. Keine Ahnung, wie die hier so drauf sind, aber ich denke, wir dürfen das eine oder andere begegnen. Genau. So. Jetzt sind wir hier, fahren gleich durch das Opelwerk. Wie schnell dürfen wir denn? 160. Guck mal, jetzt haben wir sogar direkt schon die Prediction ein bisschen runterbekommen. Dann werden wir mal ein ganz kleines bisschen rauf beschleunigen. Auch einfach, dass wir hier ein bisschen die Strecke frei kriegen. Ich weiß ja auch nicht, was noch hinter uns ist. Gut, Fahrdienstleiter hat sich jetzt auch nicht gemeldet und gemeint, oh, wir müssen jetzt aber ganz schnell da. Wir müssen gleich runter da. Ne? Guck, dass du dich beeilst. Von daher, ne, zügig beschleunigen, niedrigere Höchstgeschwindigkeit, damit sind wir halt effizienter unterwegs als alles andere, so rein physikalisch. Ne, habe ich glaube, in den Grundzügen mal gelernt, das ist auch schon ewig her, ne, die Zeit, als ich hier auf meinem Kanal dieses Smartphone-Spiel da gespielt hatte, ne, das ist auch eine ganz wilde Zeit gewesen, mit Screen Capture dann da das Android Smartphone abgefilmt, da gab es so einen DB-Zug-Simulator, da ging es weniger ums eigentliche Fahren und wirklich eher ums Beschleunigen und Bremsen, dass man da zeitlich gut hinkommt, plus eben energieeffizient, so das waren so die zwei wichtigsten Parameter, die man da irgendwie beachten musste, plus natürlich verschiedene Busspiele und was wir da eigentlich alles schon gemacht haben, ne? Schon eine ganz, ganz, ganz wilde Geschichte. Ah ja, damals, das war noch Zeit, ne? So, jetzt sind wir hier in einem Spiel, das ist zu dem... Na, guck mal, 130, sind wir gar nicht so weit von entfernt. Nee, sind wir sogar... Sind wir bei 120, das ist ja fantastisch, brauchen wir gar nichts tun. So, spielen wir natürlich wieder ein Spiel, was es auch ebenfalls schon zum damaligen Zeitpunkt gab. Natürlich mit einem anderen Label drauf, aber... Ja, damals gab es ja noch die Jahreszeiten, ne? Jahreszeiten, ja genau. Das ist der Train Simulator Spring Edition. ich meinte nicht das mit Jahreszeiten, ich meinte die Jahreszahlen. Wobei hier haben wir jetzt eher die Fancy Herbst Pumpkin Spice irgendwas Edition jetzt, ne? Wenn wir hier den Herbst... Okay. Ich versuche jetzt ja gleich schon Marketing zu machen, aber das... irgendwie lustig, finde ich irgendwie ganz funny. So.
direkt mal auch eine S-Bahn vor uns. Ja, die fahren hier ja auch irgendwie lang. Einmal, zweimal, dreimal. Zähle ich für 22, für 23? Ja, weiß ich nicht ganz genau, muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen... Sind alle sehr ähnlich. Jetzt sind wir ja Rüsselsheim-Opelwerk. Auch noch nie wissentlich durchgefahren. Also... Ne, überhaupt auch so die Verbindung zwischen, also dass man vom Frankfurt Flughafen Fernbahnhof nach Mainz kommt, war was, was ich jetzt nicht unbedingt wusste, dass man das kann, aber ja, man kann es scheinbar und das bin ich auch eben schon mal gefahren, war allerdings eben schon ein bisschen später, als irgendwie, ich glaube, die KLM gesperrt war, da sind ein paar ICEs irgendwie nach Koblenz gefahren und dann dort verendet. Ja, bis dahin war das alles ganz chillig. Ab Koblenz war dann die RB 26. Also kuschelig ist nett ausgedrückt. Ja, das ist immer wieder ein Highlight. Bin mal gespannt, ob wir jetzt hier die ein oder andere RB26 sehen, dann durch anders als der Syvex nicht in ihrer eigentlichen Fahrzeugmodell, sondern wahrscheinlich eben ein bisschen abstrahiert. Aber ich finde, da muss man halt, wenn man jetzt Szenarien anbietet, die jetzt nicht nur eine mega kleine, spezielle Personengruppe fahren können sollen aufgrund von Rollmaterial, dann finde ich ganz cool, wenn man da ein bisschen Abstriche macht, weil ich auch eben merke, dass ich viele Sachen noch gar nicht in Aufwand machen will und auch selbst mit meiner jetzt schon mit der Zeit ein bisschen angewachsenen Sammlung an Rollmaterial hier immer noch, wenn ich mir jetzt Szenarien aus dem Forum zum Beispiel laden wollen würde, trotzdem noch fernab von dem bin, was man da alles benötigt und deswegen ja, bin ich eigentlich ganz froh, dass es hier so eine Möglichkeit gibt, sein Szenario, seine Szenario-Welt zu erweitern, ohne dass irgendwie gleich noch 5 Millionen andere Züge zu brauchen. Das ist nämlich immer so ein bisschen... Ah, das ist halt das Spiel. Ne? Das hat sich hier so ein bisschen eingeschliffen. So die Hardcore-Enthusiasten, die haben dann natürlich... Die haben dann natürlich alles und die wollen dann natürlich, ne, damit dir einmal da so eine Lok entgegenkommt, brauchst du dann gleich eben ein ganz neues Fahrzeug. Klar kann man sich auch alles austauschen, aber... So, schönen guten Tag, Kollege Günni hier. Mein Ohr fällt ab. Schon ganz schön laut. Das müssten wir auch gar nicht mehr so weit weg sein von Mainz. Ne? Jetzt sind wir hier. Jetzt fahren wir durch. Ach, Mainz-Bischofsheim. Ja, guck mal, dann sollte ich mich ja bald wieder auskennen. Wenn wir sonst von hier, ne? Von da kommen wir sonst. Ist das Nauheim? Das ist ein RE4. Den kenne ich. Ja, auch ein super toller Zug. Ach, und sie wächst dann. Na, schauen wir mal. So, ab wann ich mich denn da langsam wieder ein bisschen auskenne. Fangen wir, wenn ich über Mainz Römisches Theater... keine Ahnung, wir gucken einfach mal, wie das denn jetzt hier so ist. Genau, und ab Mainz müsste, bin ich mal gespannt, wann wir jetzt gleich in unsere Fahrtstory einsteigen. Das ist eben auch, wie ich vorher schon gemeint habe, eben die vorletzte, also das vorletzte Szenario auf der Gesamtstrecke, weil eben danach nur noch Köln-Koblenz kommt. Ist da dann auch nicht mehr allzu viel. Das heißt, wir sind eigentlich schon mega deep in der Story, aber ich wollte einfach auch mal immer eine Strecke zeigen, die so ein bisschen, ne, also ich fahre die hier, finde ich auch optisch wesentlich cooler und ansprechender, als wenn wir jetzt da irgendwas anderes fahren. Natürlich am Bodensee auch ganz cool, also bis Hausach, denke ich, haben wir was Schönes. Gut, der Offenburg-Karlsruhe kann man natürlich auch irgendwie machen, aber ich denke mal so, das ist schon irgendwie... noch mal ein bisschen optisch schöner als die anderen Strecken. Ja. Die Fahrt ist 20.04, bitte kommen. 20.04 hört. Ich sehe, du bist von Mainz. Von hier aus geht es dann im ganz normalen Fahrplan des IC 20.04 weiter. Der Nachschub fürs Catering kommt übrigens auch schon nach Mainz. Das ist hervorragend. Wunderbar. So, guck mal eine an, da haben wir jetzt direkt schon unseren Kaffeenachschub, genau. Und auch eben, um zu verstehen, warum es jetzt heißt, ab Mainz wieder im normalen Fahrplan, ist halt eben wichtig, dass man so grob die Story-Einordnung kennt. Ja, voll das Story-Spiel hier, was wir gerade machen, ne? Du hast mir voll Teil 4 gespoilert. Ja gut, du hast dir Teil 5 angeschaut. Kann ja auch nicht helfen. Nee, genau, so sind wir jetzt wieder auf dem regulären Fahrweg. Ich meine... Ne, klar, wir halten jetzt theoretisch in Worms planmäßig durch eine Baustelle. Ist das natürlich ein bisschen Ding. Ansonsten kommt es natürlich immer mal vor, dass wenn du eben keinen Halt zwischen Mainz und Mannheim hast, also da hast du ja ein paar Optionen. Das ist ja nicht die... Ist ja, oh, 80. Aber warum müsste ich da jetzt nicht? Okay, gute Strecke. Ja.
Ja, weiß ich auch nicht, warum ich da jetzt nichts machen muss. So schön mit der Kollege hier, hi. Ja, Dreifachtraktion S-Bahn ist ja schon mal so ein Ding. So, jetzt kommen wir auch ganz gemütlich hier nach Mainz. Reingurken. So, sehen wir doch immer schon ein bisschen schön. Ein bisschen Fluss ist auch immer echt schön. So, okay, aber 80 können wir wahrscheinlich trotzdem halten. Das wird ja auch während der Einfahrt nicht unfassbar viel hinter uns versammeln. So, wo kommen wir denn da? Ja gut, das können wir gleich mal anschauen, wo wir ankommen. Ne? Das ist ja alles erstmal fahren wir einfach hin. Ich glaube von hier, ab da dürfen wir jetzt wieder auf der Strecke sein. Von daher, ich hätte kommen sollen, hinter uns dann wahrscheinlich über Worms nach Mannheim. Aber auch nur so, wenn das ja voll als römisches Theater ist. Ist aber eigentlich, ne? Du müsstest doch hier Mainz runter. Unser nächster Halt ist ja, Mainz Hauptbahnhof. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. So ist das. Guck mal, direkt schon schön die Ansage hier. Da wissen wir gleich, wo wir hier wie wohin müssen. Und ab Mainz römisches Teil, das ist auch meine Damen und Herren, Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. In Mainz haben Sie Anschluss an den Regionalexpress der Linie RE2 nach Koblenz Hauptbahnhof. Planmäßiger Fahrt ist 13.51 Uhr von Gleis 3A. An den Regionalexpresslinie RE3 nach Saarbrücken Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 13.56 Uhr von Gleis 5a. An die S-Bahn S8 nach Wiesbaden Hauptbahnhof über Mainz Nord-Wiesbaden Ost 13.59 Uhr von Gleis 1a. An die S-Bahn S8 nach Offenbach Ost über Mainz Römisches Theater, Mainz Gustavsburg, Mainz Bischofsheim. Planmäßige Abfahrt 14.02 Uhr von Gleis 5a. An die Regionalbahnlinie RB26 nach Köln-Messe Deutz über Koblenz 14.03 Uhr von Gleis 2a. An den Regionalexpresslinie RE13 nach Kirchheim-Bolanden 14.03 Uhr von Gleis 8. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns von allen, die in Mainz aus- oder umsteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. So ist das. Ach ja, immer wieder cool, wenn du da in der Ansage auch ein paar Züge hast und Ziele, die man kennt. Ich habe gerade mal geschaut. Schönen guten Tag. Wenn wir mit dem Steuerwagen direkt auf dem B halten, sollten wir richtig stehen. Also ich habe jetzt gerade mal parallel hier da die Wagenreihung aufgemacht. Und versuche jetzt mal grob so zu halten, wie das hier sein müsste. Also eigentlich müsste das mir über Harthäfelchen auch irgendwie ersichtlich sein. Aber wenn wir jetzt hier mit dem Steuerwagen direkt am Abschnitt B halten. So, wir sind jetzt direkt am Schild B. Genau, kurz danach. So sah das auch auf der Grafik aus. Wunderbar, dann einmal raus mit euch. Und rein mit euch, je nachdem. Was, wie, wo, ne? So, das passt doch wunderbar. Dann sollten wir mal ganz kurz schauen. Aber hier hinten auch noch Markierungen. Die, unser letzter Waggon, so in der Mitte. Was ist hier denn das D? Ach, guck mal, das passt ja wunderbar hier, ne? Da haben wir den letzten, noch der A-Wagen hier ganz hinten, der eine. Guck mal, jetzt können die Leute hier wunderbar sich mit der Wagenreihung da irgendwie anfreunden. Ja, wie wir auch gesehen haben, 13.44, wenn wir jetzt hier durchgeheizt werden, wäre noch eine Minute oder zwei früher dran gewesen. Jetzt glaub mal, ich will den RE4 aber noch sehen. Mami, ich will den RE4 sehen. Wobei, ihr könnt ja gleich mal nach uns hier nach Süwexen auf die Suche begeben. Oder was hat denn der geschildert? Wenn der jetzt nach Karlsruhe fährt, die siehst du den nicht. Der fährt aber nach Frankfurt. Also ich hätte mal den... Ja, wir sind aber auch ein bisschen früh dran. Also ich guck mal, dass wir einfach echt wirklich so gemütlich im Plan sind, dass wir da nicht sonderlich ewig... Wir halten in Bobhardt, das ist okay. Okay, cool, dann halten wir wohl auch in Bobhardt. Ah ne, fahren sie über, wollte gerade sagen. Halten nämlich, ja, plan nicht in Bobhardt.
So, was könnten wir hier erblicken? Wir könnten hier erblicken einen ICE nach Wien und die R6 nach Worms, die jetzt ja auch mit Mireos verkehrt. Haben wir natürlich auch nicht hier in-game. Genau, deswegen Quichi wahrscheinlich. Ah ne, sogar für 23. Okay, klar, wir wollen da auch irgendwie mit den Standard-Rollmaterialien da irgendwie klarkommen. Verstehe ich. So, hast du schon Ausfahrt, Kollege? Ja, da Taste. Fehlt aber ein bisschen Licht vorne. So, der ICET wahrscheinlich. Ich glaube, ist es aber auch. Ist schon umgestellt oder wird noch umgestellt werden, glaube ich, auf ICE4 kurz. Nachdem die jetzt auch irgendwie nach Österreich fahren können dürfen. Das ist irgendwie, glaube ich, seltener geworden mit dem ICET. Das ist jede Linie, das weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall die ein oder andere. Wahrscheinlich. Ach, guck mal, der ICE fährt los. So, fährt er jetzt eigentlich dieselbe Strecke wie wir? Fährt er jetzt auch gleich über Frankfurt? Nur einmal Retoure? Man weiß es nicht. Gut, er war direkt nach Mannheim, aber da weiß ich jetzt nicht, wie sein Fahrweg ist. So, allzu lang haben wir es nicht mehr. Schon noch ein bisschen. Ich kann mal schauen, ob wir hier den... können wir mal den 29er aufmachen. Der fährt hier Dortmund, Bochum, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Koblenz, Mainz, Frankfurt, Flughafen, Herrenbahnhof. Guck mal, exakt. Genau. Gegenrichtung und dann aber Hanau, Würzburg, Nürnberg, auch ohne München. Ja, kann natürlich auch immer sein, dass da, immer auch ein ICET, okay. Kann natürlich trotzdem irgendwie immer sein, dass da irgendwas nicht so funktioniert. Genau, auch noch ganz spannend hier, der IC204, mit dem wir jetzt hier heute auch unterwegs sind, der fährt eigentlich auch nicht jeden Tag. Es ist wirklich ein sehr, sehr selten Verkehr dazu gezollt. Am Aufnahmetag, Sonntag, verkehrt er auch. Ich glaube, das ist auch wirklich ziemlich so ein Wochenend-Ding. Nee, Tatsache, der nach Wien hier ist noch ein ICET. Weiß ich auch nicht, so internationale Verbindungen, die dann auch so trotzdem noch relativ lang durch Deutschland fahren, immer mit so maximal kurzen Zügen da irgendwie zu bedienen, finde ich auch irgendwie immer... Naja gut, aber das hat schon so seinen Zweck wahrscheinlich, warum man das tun soll. Der fährt auch nur bis Worms. Ja gut, wenn der Baustelle ist, klar. Jetzt mal der Storyline zu folgen. Ach, guck mal, aber der RE4... Ah, den sehen wir leider nicht mehr. Wobei, es ist noch nicht viel... Nee, ich fahre erst 44 los. Das machen wir nicht, ey. Nur weil die Türen schon... Ich meine, der hat ja auch eine Freigabe, ne? Das ist ja was der Türfreigabe. Und dann laufen die Türen einfach zu. Jetzt könnte ja noch jemand drücken. Ich habe die Freigabe noch nicht rausgenommen. So, ich muss mir jetzt einfach nur in eine Story bereitlegen, warum das jetzt okay ist, was wir hier tun. Sonst ist er halt dann... Bingen am Rhein Hauptbahnhof. Also ist das jetzt Bingerbrück oder was war das andere? Bingerbrück. Das müsste eigentlich... Bingen am Rhein müsste Bingen am Rhein Hauptbahnhof sein und... Naja, es müsste schon passen. So. Ich würde echt ganz gerne den Süwex noch sehen. Gut, das wird nicht der letzte sein, aber... Nee, dann nehmen wir dem sein Gleis weg. So, 44 ist es Abfahrt. Kann ja nicht sein, dass ich hier nur für Sightseeing unterwegs bin. So, dann bin ich alle hier in Mainz Hauptbahnhof zugestiegen. Fahrgäste wollen wir recht herzlich begrüßen im Intercity der Deutschen Bahn nach Emden. Wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster halt dann Bingen. Ja. Jetzt fahren wir noch Ingelheim vorbei und so. Ah ja, es ist schon schön hier, ne? Ich auch irgendwann mal demnächst wieder mich da irgendwie in die Richtung. Wochenendausflug oder so hinmachen. Das ist schon echt ganz schnieke. So. Schauen wir, ob wir eine Ansage kriegen oder nicht. Jetzt sind wir wieder auf dem regulären Fahrweg. Könnte ja schon irgendwie sein. Und da haben wir jetzt auch echt gut Puffer wieder, um nach Bingen zu kommen. Wie schnell dürfen wir? 80 und dann 800. Okay. Gut. So, sonst können wir jetzt hier, wie gesagt, aus dem Train zum World, wo wir hier eben da mit dem den N-Wagen rumfahren. Guck mal, ein Süwex noch in der
klassischen Auslieferungslackierungen. Die bekommen jetzt so also ein bisschen dieses Rheinland-Pfalz-Ding-Design-Gedöns. Also dieses mit dem Rot und so. Herzlich willkommen im Intercity der Deutschen Bahn nach Emden Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Bingen-Rhein Hauptbahnhof. So ist das. Guck mal, da haben wir uns auch nochmal schön automatisch begrüßt. Stimmt, das Ding kann ja automatisch ansagen, ne? Das ist ja... Ja, noch nicht so oft jetzt gefahren. Wobei, nee, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht, dass ich noch nicht so oft mit dem Ding gefahren bin. Wir sind ja schon ein bisschen her. Anfang des Jahres haben wir, glaube ich, auch in einem der letzten Livestreams haben wir erzählt, dass wir dann von Frankfurt über... Was zur Hölle, welche Käfer auch immer... mit dem, der ist auch teilfreigegeben und so, dann nach Dortmund, also quasi die IC-Linie Frankfurt, Dortmund über, ja, blub, im Arsch der Welt. Es war wirklich nicht viel los, aber das hat da irgendwie schon ganz lustig. Ich glaube, auch da habe ich die Fahrgastinformation eher als Fahrgastuninformation wahrgenommen. Also ich habe mich jetzt nicht sonderlich informiert gefühlt, aber hey. Irgendwie hat er funktioniert. So, was sagt denn hier die Prediction? Die sagt aber, dass das... Fangen wir denn um 3 schon an? 5. Okay, es ist wohl ein bisschen leicht anderer Fahrplan als in Real Life. Da hätten wir jetzt ein paar Minütchen mehr Zeit, um nach Bingen zu kommen. Aber dann lassen wir mal nicht trödeln hier und... Ja... 160, ne? So, und jetzt hier finde ich auch eine der Strecken, wo das ein bisschen mehr Sinn macht, hier mit den Kollegen lang zu fahren. Also da jetzt entweder über die Riedbahn oder auch über Worms, glaube ich, zu heizen. Ich glaube, da liegt da auch LCP, kannst du da auch 200 fahren? Weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ja, so die Strecken auch bisher, auch dann von Karlsruhe bis Mannheim, das sind so Strecken, da kannst du eigentlich halt schneller fahren. Da begrenzen dich halt diese 160 relativ stark. Aber hier durchs Mittelrheintal, ist es vollkommen ausreichend, sogar teilweise weit über dem, was du da eben fahren kannst. Von daher für den Teil wahrscheinlich echt ein sinnvoller Fahrzeugeinsatz. Der Rest, den nimmst du halt einfach irgendwie mit, um eine schöne durchgängige Verbindung zu haben. Und ich muss auch echt sagen, wenn ich mir jetzt die Auslastung anschaue hier im Fahrtverlauf, das Ding wird schon gut besucht. Also vor allem so zwischen Offenburg und dann, ja, so bis nach Düsseldorf, Duisburg, ab Münster wird es ein bisschen weniger, aber der ist schon auf seinem Laufweg, finde ich. Was macht denn der Hamster da? Ist schon wirklich gut besucht, das Ding. Also, na klar, gut, natürlich, wenn du da Sonntag fährst, ist das überhaupt natürlich mal ein reisestarker Tag. Und das ist, finde ich, so ein bisschen, ja, es ist ja so ein bisschen die logische konsequente Fortführung von den Interregio-Linien, und das ist es halt auch einfach, wenn ich mir anschaue, wo der hält zwischen Konstanz und Ding, ist das halt ungefähr das Haltepattern von dem Regionalexpress, der dort eben auch fährt. Der Vorteil ist natürlich aber einfach, wenn du irgendwo da bist, ne, du bist da immer im Schwarzwald oder am Bodensee und du möchtest halt irgendwie, ich sag mal, bis nach Köln oder so, oder ja auch nach Mainz schon, oder meinen wir auch noch mal ein bisschen weiter, bis Münster, und du hast einfach eine umsteigefreie Verbindung. Und das ist, finde ich, halt einfach so einer der Punkte, ja, was das Ding doch durchaus ein bisschen sinnvoll macht. Wir sind auch jetzt in ein paar Wochen, glaube ich, mal unterwegs mit dem, was vorher, glaube ich, auch schon mal eine IC-Linie war, Karlsruhe über Nürnberg, dann weiter nach Leipzig oder so. Es hat auch ein IC2, aber da muss ich irgendwie sagen, bei der Buchung jedes Mal steht da dran, dass die Auslastung irgendwie immer gering ist. Keine Ahnung, es ist schon manchmal nicht ganz optimal, vor allem weil halt eben auch auf der Strecke ein halbwegs ähnlich schneller Nahverkehr besteht. Also wenn ich jetzt mal gerade die IC dann über Stuttgart bis Nürnberg anschaue, kommst du halt mal zumindest mal bis Aalen, glaube ich, mit einem ähnlichen Haltepattern, auch ähnlich schnell mit dem IAE1 von Go Ahead. Und dann auch von dort aus, also hast du dann auch irgendwie relativ schnelle Regionallinien bis Nürnberg durch, und das ist halt, wenn du auch nur Teilstrecken fahren willst, jetzt nicht unbedingt das Ding. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, entweder gibt es so Linien mit dem Ding hier, die immer richtig ordentlich voll sind, wie oft auch hier durch. Wir sind auch schon mal, glaube ich, bis Bonn oder bis Köln auch mal gefahren. Oder sogar bis Düsseldorf durch, weiß ich gar nicht. Aber auch mit dem IC2 dann hier von
Karlsruhe dann noch über Worms durch. Da ist schon immer, finde ich, gut was los. Und da gibt es halt eben diese Linien wie Frankfurt, Dortmund und Karlsruhe, Nürnberg. Das sind irgendwie, weiß ich nicht. Also irgendwie muss ich das ja tragen, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das trägt sich nicht so wirklich. Vor allem, weil du hast dann halt auch Taktverkehr und Zeug. Naja, ist schon gut was unterwegs an Fahrzeugkonträr, auch im Takt. Und das ist halt echt, weiß ich nicht, muss ich wohl irgendwie rentieren, auch mit der teilweise Nahverkehrsfreigabe. Aber ja, ist jetzt, glaube ich, weiß ich nicht. Da gibt es, glaube ich, Linien, wo sich das mehr rentiert, da irgendwie lang zu fahren, als auch aus finanziellen Aspekten. Und ob das jetzt unbedingt auch einen Fernverkehr braucht, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich meine, ich bin mein Freund von durchgehenden Verbindungen auf einem Ticket und so, dass du da auch einfach die bei der eben zurzeit nicht allzu guten Performance von DB-Fernverkehr, was die Fahrzeiten angeht, eben beim Umstieg dann keine Probleme hast, sondern wenn eben der Zug eine Viertelstunde später dran ist, bist du auch eine Viertelstunde später am Ziel und nicht dadurch einen verpassten Umstieg eine ganze Stunde später oder sowas. Deswegen finde ich so durchgehende Verbindungen schon cool, nur ob jetzt da irgendwie da mit den, also teilweise Linien, die mit dem IC2 dann gefahren werden, ob das jetzt irgendwie sonderlich einträglich und wie auch immer das zustande kommt, es sind ja auch mehr Faktoren. Das ist ja jetzt nicht nur die finanzielle Rentabilität, sondern ach, ist ja auch, ich weiß nicht, verschiedene Leute, die da Interesse dran haben. Und auch wenn ich mir dann irgendwie, weiß ich nicht, mal anhöre, dass das ist wirklich häufig vorgekommen, das habe ich wirklich häufig gehört, dass irgendwelche laut du so ganz oft hörst, dass irgendwelche Bürgermeister von irgendwelchen Gemeinden irgendwo am, ne, wirklich im hinterletzten Zipfel, ich meine, ich komme auch vom Dorf, ich meine, ich kenne das ja komplett ohne Bahnanschluss auch, aber dass dann da, nur weil du so eine mittelgroße Stadt bist oder so und dann sagst, ja, ja, ich hätte gern Fernverkehrsanschluss oder so, die sich dann dafür stark machen, dass in ihrem Kaff der Fernverkehr hält, also als ob das, ich weiß nicht, also die scheinen sich davon wirklich relativ viel zu erhoffen. Also sowohl jetzt an touristischen Verkehren, die dorthin fahren, sobald der Fernverkehr fährt, keine Ahnung, aber scheint wohl so zu sein. Also nachdem es so viele Initiativen gibt und Bürgermeister, die fordern, hey, in unserem Kaff soll Fernverkehr stattfinden, soll DB Fernverkehr halten, auch wenn es so in der City ist, aber ich muss sagen, ich habe da irgendwie, habe das so nicht ganz so durchdrungen. Guck mal, Sübex hier, hi. Das ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstanden, was wie wo, aber das sei scheinbar immer ein Argument mit den touristischen Verkehren, die man da scheinbar anzieht und auch, dass natürlich die eigene Bevölkerung irgendwo besser an die größeren Städte angebunden ist, aber hast du wirklich diesen Pull-Effekt, nur weil da jetzt irgendwie ein Fernverkehr hält? Also ist das jetzt wirklich abschreckend, wenn du kurz vor Ende noch in den Regionalexpress umsteigen musst oder so? Also mich persönlich würde es jetzt nicht abschrecken, aber keine Ahnung. Also vor allem ICE-Halte sind ja immer dann auch so ein Ding. Ja, weil das hier der ICE hält und dann hast du halt so ein, naja, es ist, glaube ich, mehr in Anführungsstrichen ein ICE, was halt früher eine IC-Linie war und jetzt durch irgendwelche Verstrickung mit dem ICET oder eben mit so einem modernisierten 401er irgendwie befahren wird. Ja, und dann zu sagen, oh, mit ICE halt sein, keine Ahnung. Also könnt ihr mir gerne, wenn ihr noch mehr Argumente dafür habt, außer oh, touristisch, oh, bessere Anbindung hier, bla blub. Also warum muss das denn beim Fernverkehr sein? Kümmert euch doch drum über das, was ihr wirklich in der Hand habt, und zwar einen ordentlichen Nahverkehr, den ihr bestellen könnt. Gut, da kannst du als Bürgermeister natürlich nichts machen, das muss ja übers Land laufen. Bundesland, aber ein so gut funktionierender Nahverkehr mit attraktiven Verbindungen auch vielleicht über Bundeslandgrenzen hinweg hat, finde ich, einen wesentlich größeren Effekt zu sagen, hey, lass doch mal was mit Schiene machen, auf Schiene umsteigen, hast du nicht gesehen, als jetzt zu sagen, oh, der hält dreimal am Tag in der City, krass, weil weiß ich nicht, mit Fernverkehr, also ich sag mal, der Nahverkehr ist jetzt vor allem auch, finde ich, nicht zuletzt durchs Deutschland-Ticket eben zu was geworden, was man regelmäßig benutzt. Also, ne, ich finde die Struktur, die Tarifstruktur laut.
Also die Tarifstruktur vom Deutschlandticket ist eben genau darauf ausgelegt, so von Gelegenheits- bis regelmäßig Verkehr abzubilden. Einfach weil das vom Preis her, ich sag mal, für wirklich sehr sporadische Fahrten, anders als das 9-Euro-Ticket, eben zu teuer ist, aber für Gelegenheitsreisende und halt eben sowieso für regelmäßige PendlerInnen ist das halt ja einfach ein Ding, was Sinn ergibt. So, für mich ja eben auch. Und wenn du dann einfach einen Nahverkehr hast, der funktioniert, den du gerne nutzt, der attraktive Fahrzeiten hat, der Linien hat zu Zielen, wo du gerne hin möchtest, coole Fahrzeuge und Zeug. Klar, das kannst du nicht von heute auf morgen machen, aber das sollte, finde ich, eher Aufgabe sein und nicht irgendwie Leute in den Arsch kriechen, damit da jetzt ein ICE hält. Weiß ich nicht, also das bringt ja keinen was, wenn dann da zwei Fahrgäste ein- und aussteigen. Aber Hauptsache, der hält da, keine Ahnung. Also ich habe da so ein bisschen... Ich finde, Baden-Württemberg macht das wirklich... geht dann einen echt coolen Weg, auch mit den Interregio-Express-Linien, die auch einfach nur RE-Linien sind, die halt noch ein bisschen weniger halten, häufig auch über Schnellfahrstrecken verkehren, also nicht nur über die klassischen Bestandsnahverkehrsstrecken, sondern das sind Verkehre, die eben bestellt werden mit Fahrten über Schnellfahrstrecken, ICE-Schnellfahrstrecken. Und da ist ja perspektivisch auch einiges geplant. Ich habe mir das auch mal durchgelesen, über die Schnellfahrstrecke dann irgendwie Bruchsal, Stuttgart direkt Verkehre zu leiten. Wirklich, da hast du langlaufende Nahverkehrslinien, also das Zielnetz, was da auch angestrebt wird, wenn dann irgendwann auch das mit Stuttgart mal so ein Ende findet, aber ich sag mal so, dass das Zielbild ist, finde ich cool. Wirklich langlaufende, durchgehende, umsteigefreie Verbindungen, auch über Schnellfahrstrecken mit wenig Halten, so als, also da hast du dann wirklich schon zum Fernverkehr ist echt mega konkurrenzfähige Fahrzeiten. Brauchst dann auch nur noch am Anfang und oder am Ende dann halt eben noch ein bisschen häufiger haltenderen Nahverkehr. Aber das finde ich eine coole Richtung, wie sich das entwickelt. Und ich meine auch der RRX ist so vom Zielbild her, wenn dann auch mal die ganzen Maßnahmen abgeschlossen sind, zumindest aus meiner Perspektive, ich meine, ich komme jetzt nicht aus der Gegend, aber das scheint ja ziemlich halbwegs durchdacht zu sein, mit du hast einen Taktverkehr, du hast wirklich Fahrzeuge mit einem hohen, mit einer hohen Kapazität, regelmäßig, relativ wenige Halte und auch da habe ich schon oft gehört, du, wenn ich jetzt da irgendwo unterwegs bin, also auch Ruhrgebiet, was will ich da ECE fahren? Also das mache ich, wenn ich dann eh weiter weg muss. Aber da hast du auch absolut wieder zum Fernverkehr, absolut konkurrenzfähige Fahrzeiten. Gut, dass der Fernverkehr auch einfach unfassbar langsam, klar. Das 400 habe ich aber nicht gesehen, das tut mir leid, das habe ich irgendwie übersehen mit der Ankündigung. So, aber genau das ist halt das Ding. Sobald du dann halt zum Fernverkehr irgendwie konkurrenzfähig bist, was die Fahrzeiten, Halt oder sowas angeht und du jetzt nicht irgendwie sagst, boah, ich will da jetzt morgens mit dem ICE sitzen, weil, keine Ahnung, da kann ich mich ins Sportbistro klatschen, sondern ne, dann ist das doch einfach vollkommen das richtige Ding. Da auch einfach den Nahverkehr irgendwie zu schauen. So, was sagt denn der CD? Oh, Walla, Krise, sind wir schon wieder so früh da. Ja, jetzt wieder 5 Minuten euch voll labern hier. Okay. Naja, da können wir mal ganz gemütlich uns einbremsen. So, so schön hier, ne? Können wir uns die Rhein-Nahe-Mündung nochmal anschauen. Können wir einen Blick auf Rüdesheim machen. Guck mal, machen wir das einfach mal alles hier, ne? So, wir müssen halten. Nach Abschnitt A. Okay. Nicht mal so, liebe Fahrgäste, wir erreichen Bingen Hauptbahnhof. Der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da hat wohl jemand die automatische Ansage noch nicht gestartet. Gut, wir waren wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Also, wir sind nicht zu schnell gefahren, aber wir waren jetzt für die digitale Ansageninfrastruktur zu stellen. Unser nächster Halt ist Bingen-Rhein Hauptbahnhof. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ich bin der Meinung, ich sollte nicht viel weiter fahren, weil da ist er dann... Okay. Der sagt, ich soll in Bingen einen vorderen Teil im Abschnitt A halten. Der denkt, ich soll ganz durchfahren. Das macht aber gar keinen Sinn. Weil... Naja, klar, du kommst dann hier auch lang, aber immer die Main-Treppe ist ja schon die hier und da halten wir jetzt, glaube ich, ganz gut. Finde ich ziemlich optimal. Gucken wir, da kann die
Können die aus dem... Ja, hätte ich auch ein bisschen weiter hinten auch noch machen können, aber... Passt dann schon. Dann kommst du auf die anderen Gleise rüber, ne? Dann kannst du hier nach... überlegen, was ist das? Saarbrücken, glaube ich. Da lang... Ja, grob die Richtung. Das ist lauter Saarbrücken. So in die Ecke kommst du dann... ja, mit Dieseltriebwagen. Tatsache, das ist in der Tat korrekt. Dann hält die auch manchmal noch die Mittelrheinbahn. Vor allem, glaube ich, die Kurzläufer, die dann nur Bingen-Mainz machen. Teilweise mit Mirio oder vollständig mit Mirio betrieben. Ach ja. Ist schon ein knuffeliges Eck, auch wenn ich mich jetzt nicht hundertprozentig auskenne. Ja, kann auch sein, dass ich Mist erzähle. Also da drüben kannst du auf Rüdesheim schauen. Sind wir schon über die Nahe gefahren. Hier da Rhein-Nahe-Mündung. Rüdesheim ist natürlich jetzt im Trails and World optisch ein bisschen schöner dargestellt. Da kannst du hier den Berg ein bisschen cooler noch mit den Texturen. Das sind ja eigentlich Weinberge und keine Bäume. Achso, ich dachte, was piept da gerade? Das war meine Spülmaschine. Ich dachte, Inge, was piept hier jetzt? Aber ja, es war die Spülmaschine. Gut, die muss ich nachher noch einfach aufmachen. Jo, ansonsten hier, da Bingenrheinstadt. Ja, ist schon eine Schnuckeli hier, ne? Meint, bleibt besser nicht anders, um jetzt die Drohne hier auszupacken, um es mit der Drohne rumzufliegen. So, da auch ganz cool. Da kann man dann über Alzey auch nach Worms fahren. Hier, wenn man... Komme ich so weit? Ist er dann hier auf dem anderen Gleis? Genau, hier, da. Auch schon mal gewesen. Ja gut, natürlich der Blick. Ich muss sagen, ich finde den Blick darüber echt jedes Mal, wenn ich dann da bin, echt hübsch. Natürlich jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Aber hey... Natürlich einfach die limitierten Möglichkeiten dieser viele Jahre alten Software, die wir jetzt hier auch haben. Das ist abgestellt hier, ne? Ja. Hier ist auch irgendwo so ein Netto oder irgendein Supermarkt. Da haben wir uns auch mal ein Eis geholt. Ah, Josh, tolle Geschichten über war mal im Urlaub. So. Oh, eieiei. Wallah-Krise, ey. Gut, aber da wir in Krupp jetzt abgelöst werden... kann ich ja theoretisch jetzt einfach wirklich immer hier Geschwindigkeit ausfahren. So, also, ne, drauf was geht. Dann sind wir einfach früher in Koblenz. Aber das ist, glaube ich, eine coole Sache. Das können wir dann machen. So, wenn wir da eh abgelöst werden, dann sollte das doch gehen. Ach ja, so, wir sind aufgefaltet hier. So ist das eben. Ja, ja. Ja, sonst so bei euch. Ich glaube, ich werde aber als... nicht stimmt, ich glaube, das macht Sinn. Ich werde mal ganz kurz in meiner Rolle als Triebfahrzeugführer mal ganz kurz die sich an Bord befindlichen sanitären Anlagen aufsuchen. Und wir sehen uns dann einfach gleich wieder, ne? Gleich. So, Zeitsprung Ende. Was hat da gepasst? Es ist 4 nach, wa? War doch Abfahrt. 5 nach ist Abfahrt. Nee, nee, wir fahren nicht zu früh los. Das machen wir nicht. Das gibt's hier nicht bei uns. Wir warten schön auf das Minütchen. Dann passt das. Das kann ich auch gleich die Spülmaschine aufmachen. Ja. Ja, super, wunderbar, ne? Warten wir bis 5 nach. Bis Abfahrt ist. Kann ja nicht sein, dass wir das nicht machen. So, kann man es hier oben auch in den... Die sind aber Airline-Style geworden hier mit ihrer Sitzdicke. Haben auch andere Sichten. Ja, Tatsache. Okay, aber auch nur die paar... Hat denn der... Warte mal. Eine andere Richtung. Der erste Klassewagen hat gar keine... Wie spannend. Weil der ist natürlich auch mit dabei, aber in den kann ich mich nicht reinsetzen. Der hat gar keine Passagieransicht. Nee, das ist keine Passagiersicht, ne? Okay. Wir dürfen los, ne? So, 5 nach. Zack, zack, ab. Warum hast du denn immer die Türen da aufgemacht? Mach mal zu da den Lachs. Oh. Ich habe nie auf T gedrückt, glaube ich. Okay. Ich habe aber nie auf T gedrückt. Ich glaube einfach, da hat nochmal jemand die Tür aufgemacht. So. Stimmt, war ja vorher auch meine Continuity-Story mit so und Freigabe lassen wir drin. Leute drücken sich immer die Tür auf. Vielleicht ist auch genau das passiert, dass jemand die Tür aufgedrückt. So.
Ach gut, die Fahrgäste werden auch gleich noch durch die automatische Ansage begrüßt. Von daher brauche ich gar nichts machen. Ich muss schauen, wie schnell ich fahren darf. Das sind 100 und gleich 120 da vorne. Gut, ich muss auf die Strecke achten, damit wir die Geschwindigkeitsänderung mitkriegen. Es sind ja ein paar hier, weil wir durch die Kurvenlage halt auch einiges an Geschwindigkeitswechseln mitmachen. Aber das sollten wir irgendwie hinkriegen, ne? So, dann kann ich auch da echt wieder meinen Spickfahrweg zumachen. Den brauchen wir nicht mehr. Wollte nur mal grob schauen, was wie wo, also wo wir halten, bla, blub, Halteabschnitte, Auslastung. Wir begrüßen alle Zugestiegenen im Intercity 2004 auf der Fahrt nach Emden Hauptbahnhof. Der nächste Halt unseres Zuges ist Koblenz Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. So ist es, liebe Leute. So, und dann mal schauen, wenn wir uns, also wenn wir jetzt hier wirklich mal die Sachen ausreizen, die wir fahren dürfen, wie viel kann man da rausholen? Also wie viel Fahrzeitpuffer ist hier im realen Fahrplan drin? An dem wurde sich ja orientiert und ich habe dann auch nochmal gelesen, der Hersteller meinte dann auch, hey, hätte natürlich die Fahrzeiten kürzen können, so auf das, was man hier schafft im Train Simulator. Ich meine, ich finde ganz gut, ehrlich gesagt, dass der Fahrplan nicht so, also dass der Fahrplan aus der Realität nicht so ist, dass das wirklich wie hier quasi unter Optimalbedingungen im Train Simulator funktioniert, sondern dass du einfach da auch Reserven drin hast im Fahrplan, weil, also ich brauche halt lieber planmäßig 5 bis 10 Minuten länger als weil sie, also ne, ich stehe da lieber in der Station ein paar Minuten rum, jetzt so auf Real Life bezogen, so in-game ist es natürlich immer so ein bisschen, ja, ist ja gemütlich, aber da kann man halt sein, wie kann ich energieeffizient fahren, Finger ein bisschen trainieren. Aber es ist mir so viel lieber, einfach planmäßig ein paar Minuten länger zu brauchen, als durch quasi Verspätungen, die halt immer und immer wieder auftreten. Natürlich den, ich sag mal, den eigenen Zug komplett aus seinem Plan zu werfen, dass er quasi seine Trasse irgendwie so ein bisschen hinaus. Damit hast du dann auch einen Effekt auf Folgezüge, die pünktlich gewesen wären. Du musst da aber auch noch durch und das ist alles uncool. Also auch gerade finde ich, im Fernverkehr wird es teilweise zu wenig gemacht auf den Hauptstrecken. Also ich merke das hier regelmäßig. Alles, was auch von der Riedbahn kommt und dann auch Richtung Karlsruhe fährt über Mannheim und das, also da hast du so oft einfach, weißt du, so im Bereich, wenn du da lang fährst, hast du einfach Verspätungen, die du dazu bekommst im Bereich von so einigen Minuten. Die bekommst du einfach dazu, ne? Die kommen einfach immer oben drauf. Und das bringt einfach regelmäßig dann den restlichen Nah- und Regionalverkehr, der auf der Strecke noch unterwegs ist, durcheinander. Einfach, ja, weil du hast dann da im Fahrplan halt Überholungen eingeplant. Zug steht dann natürlich schön auf dem Überholgleis, hat da planmäßig, weiß nicht, 4-5 Minuten Aufenthalt. Nur in den 4-5 Minuten, in der er da halt planmäßig steht, kommt halt nicht der ICE, sondern der kommt halt nochmal 5 Minuten später. Das heißt, da stehst du mit deinem Bummelzug dann halt irgendwie nochmal 5 Minuten länger oder du musst dann woanders eine außerplanmäßige. Das ist echt, also klar, das ist, denke ich mal, halt Alltag im Leben, also auf dem Netz der Deutschen Bahn, aber ja, das ist einfach, weißt du, da einfach mit ein paar Minuten Zeitpuffer da so ein bisschen den Druck raus, dann geht das schon auch nicht. 2004, bitte kommen. 2004 hört. Kleine Hinweise an die Baustelle auf dem nächsten Streckenabschnitt. Gebaut wird zwischen St. Goar und Hirzenach. Dort haben wir auch eine reduzierte Geschwindigkeit. Bis Koblenz kommst du dann gut durch und es wartet nur noch der letzte Streckenabschnitt auf dich. Alles klar, danke für die Info. Oh. St. Goar. Kilometer 125. Okay, nee, ich wollte nur mal schauen, dass wir das haben. Und jetzt nach 119. So ein bisschen, okay. Kilometer 125. Schauen wir mal, ob wir uns das irgendwie, ob wir da irgendwie so ein bisschen uns das merken können. Das hätte natürlich links schön den Buchfahrplan haben können, habe ich ja nicht. Hat immer noch ausgedruckt von der Trains and World Strecke eben hier liegen. Einmal die ganzen Kilometerangaben mit den Bahnhöfen und Haltepunkten. Die Übersicht nach eben Kilometern aufgeteilt von Koblenz bis Mainz. Fand ich ganz cool, die so ein bisschen da zu haben. Die hat mir so wieder geholfen, ne? Das konnte ich einschätzen. Aha, das ist noch ein bisschen.
Und ja. Ich meine, die wird auch natürlich auch auf der Strecke ausgeschildert sein. Also wird es nicht so sein, dass der Fahrdienstleiter da jeden einzeln anrufen muss und Bescheid sein, dass du da fahr mal langsamer, das muss ja auch ersichtlich sein. Hätte ich gesagt, vor allem wenn das halt was ist, was schon ein bisschen länger da ist. Ach, guck mal, da links, da war ich oben. Oh, sehr schön da. Genau, nee, also das muss ja irgendwie. Ich hätte es ausgestiegen, oder? Ich glaube, das Kaff, da sind wir ausgestiegen. RB26. Ja. Ich glaube, das ist hier gewesen. Ja, ja, das war hier. C130, genau. Und das läuft immer so ein bisschen weiter. Ich habe Thema Vorhaben hatten wir abgeschlossen. Also klar, es ist ein bisschen komplexer mit der Fahrzeitenplanung, als da jetzt irgendwie das Ding. Und du kannst nicht immer da einfach ein paar Minuten draufgeben, sondern das muss manchmal einfach ein bisschen auf Kante genäht sein. Aber ja, es ist, glaube ich, das Problem, dass das einfach ein unfassbar komplexes System ist und dass da nicht immer nur diese Bedürfnisse mit einfließen, sondern auch noch vieles, vieles andere. Ich finde, da muss ich immer ein bisschen fragen. Das finde ich echt ganz cool. Das kenne ich jetzt aus dem Arbeitskontext so. Nicht nur zu sagen, ja, unter den Umständen, die wir gerade haben, ist das jetzt vielleicht das Optimum. So, natürlich ist es das vielleicht. Also unter Einbezug aller Probleme, aller Faktoren, ist das vielleicht die beste Lösung. ICEs, die, weiß ich nicht, im Takt zwischen, weiß ich nicht, was ist das, Basel-Berlin oder so, oder nach Hamburg hoch, so, die wirklich regelmäßig auch gut gefüllt sind, wo viele Fahrgäste mitfahren, auch Stuttgart-Berlin, die ganzen Linien, so. Vielleicht ist das jetzt unter den gegebenen Umständen das Beste, die mit so knappen Fahrzeiten auszustatten, dass das irgendwie immer nur gerade so reicht und sonst halt nicht. Es kann natürlich sein, dass das das Beste ist unter den Umständen, aber das Ziel muss sein, nicht zu sagen, ja, das ist jetzt so, so, ihr habt jetzt euer Bestes gegeben, sondern wie wäre es denn geil? Einfach, ne, stell dir einfach mal die Frage, wie wäre es denn geil? Gut, das ist dann wahrscheinlich mit vielen Investitionen, ne? Und das ist ja, denke ich mal, so ein bisschen das Zielbild auch, was der Deutschlandtakt dann abbildet. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage gestellt, wie wäre das denn geil? So, wie wäre das wirklich, wenn man jetzt mal alles machen könnte, ne? Du könntest Infrastruktur machen, du könntest das machen, du könntest hier machen, du könntest an allem rum optimieren, ne? Du wärst jetzt nicht eingeschränkt durch irgendwas. Ich glaube, der Deutschlandtakt ist trotzdem jetzt nicht eingestellt. So viel wird das auch nicht neu gebaut, eher so ausgebaut im Detail, aber dass du da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, aber quer durch Deutschland eine ganze Neubaustrecke, Megaschnur gerade ziehst, sowas wäre natürlich wirklich, ne, das ziemliche Optimum, aber ich glaube, so unter den Umständen ist das schon ziemlich genau das gewesen, dass man sich mal gefragt hat, hey, wie wäre das denn jetzt mal eben geil und in richtig? Also was könnten wir denn machen, wenn man das mal richtig ordentlich angehen würde, um Zugverkehr mal so richtig attraktiv zu machen, dass es jetzt so vom Zielbild dadurch erst wesentlich später erreicht wird, ist natürlich schade, aber ich denke mal, so die einzelnen Infrastrukturmaßnahmen, die auf dem Weg dahin dann auch schon in Betrieb gehen, bringen für die einzelnen Regionen, denke ich, auch schon mal echt einen unfassbar großen Mehrwert. Da bin ich wirklich mal gespannt, was denn da so noch alles passiert in der nächsten Zeit, ne? Und es ist ja auch nicht immer alles nur ein Rückschritt, sondern ja, man merkt auch schon, dass vieles passiert, ne? So ist es ja nicht. So, 130, genau, das passiert auch gleich. Wie so leckere Portionen. Dosen nochmal. Tag, Kollege. Ach, guck mal, sogar auch schon der modernisierte gewesen, ne? Auch Fahrzeuge, die man hier wahrscheinlich relativ häufig antrifft. Also, verglichen mit anderen ICE-Generationen, triffst du den ICE 1 und vor allem den modernisierten wahrscheinlich hier noch mit am häufigsten an. Ja. Na, was sagt der Kimmel? 25 ist noch ein bisschen, oder? Schneller fahren ja gleich. Also leider schon, dass ich jetzt nicht schon fünfmal irgendeine RB26 hier überholt habe. Sprich jetzt dafür, dass wir hier gerade halbwegs optimal unterwegs sind. Oder eine vor mir herfahrende RB26, weil, keine Ahnung, hier da Verspätung, bla blub. So, wichtiger natürlich als die ich darf schneller fahren Schildchen sind natürlich die, du musst ein bisschen langsamer fahren Schildchen. Müssen wir mal gucken. So, wir sind bei Kilometer. Okay, haben wir noch ein paar, aber bin ich auch mal auf die Baustelle gespannt. So, dann haben wir Kilometer 91, haben wir dann Koblenz. Ja, können wir das daran, finde ich, immer ganz gut abschätzen. Weil ich nehme das, eigentlich sind das genau die Punkte, wofür ich eigentlich unten mein Interface immer ganz gerne benutze, um zu schauen, wo muss ich denn halten, wenn ich jetzt nicht hundertprozentig mich auf der Strecke da jetzt auskenne.
Aber wenn du jetzt hier mal irgendwie so ein Geschwindigkeitsnupsi verpasst, ist das vielleicht auch ganz praktisch, ne? Gut, könnte man natürlich auch alles auf den, auf das Ding draufschreiben. Zumindest die Geschwindigkeit dann für die Strecke, den Rest bekommt man dann wahrscheinlich aber leidensvoll eh mit. Ja, schon ein bisschen. Na dran, Kollege. So, 100. Tag, Kollege. Ich glaube jetzt nicht, dass wir auf der Strecke sonderlich viele haben, aber diese Geschwindigkeitsprüfabschnitte mit dem, du musst dann schon 2 Meter nachdem da die Ankündigung auf 100 war, musst du direkt schon, weiß ich nicht, auf 110 sein, runter. Ja, so extrem ist das jetzt nicht, aber die haben ja schon im Train Simulator viele, viele liebe Zwangsbremsungen beschert, deswegen war ich da jetzt mal ein bisschen kräftiger an der Bremse. Ach ja, die schade, dass das jetzt alles so nur begrünt ist und keine Weinreben da, ne? Was es ja eigentlich ist. Was finde ich auch immer optisch nochmal einen schönen großen Einfluss. Also ich muss sagen, ich mag auch so Gebiete, wo auch einfach das landschaftlich, ne, so ein bisschen bergig und das ist einfach dann auch dominiert von Weinreben und so. Finde ich einfach irgendwie, es sind einfach oft schöne Gegenden. Also das Mittelrheintal, dann Türwende Richtung. Aber es kann auch sein, dass hier vielleicht wirklich gerade keine Weinreben waren. Dann auch Richtung der Mosel kommst und das ist einfach, ich finde es einfach schön, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich irgendwie jetzt objektiv gesehene landwirtschaftlich genutzte, irgendwie wir sind nicht Agrarflächen sind. Das ist irgendwie schon schön. Ich weiß nicht, da wandere ich schon gerne durch. Und vor allem in der Verbindung dann mit dem Fluss auch und so, das ist schon, da ist schon hübsch. So. Super. Tingeln wir da schön lang. So, bald müssten wir auf die Baustelle treffen. 4 Kilometerchens noch. So, ich muss aber auch sagen, natürlich gewinnt die Strecke jetzt auch an, man sieht auch schon ein bisschen mehr, wenn du jetzt mit dem Dojo in der City durchfährst und dann schön im Oberstock sitzen, kann man schon auch schöne Aussichten bekommen, muss ich sagen. Also würde ich jetzt mal als Vorteil sehen gegenüber den einstöckigen. Wobei natürlich nochmal eine Stufe Superior ist dann natürlich hier der Schweizer Euro City 8 oder 9 mit dem Panoramawagen. Ich glaube 263 ist das meistens auch schon echt öfter mal hier unterwegs gewesen, damit ist, finde ich, auch echt jedes Mal aufs Neue ein Highlight, da mit den großen Panoramafenstern dann hier durchs Mittelrheintal zu fahren, ist schon hübsch, ne? Soll aber, glaube ich, perspektivisch auch nicht mehr irgendwie alles ewig passieren und wenn, dann redet man später sowieso nicht und in ein paar Jahren ist damit dann Ausschluss. Schade, aber ich glaube, ich habe das bis dahin schon, ich werde das dann, glaube ich, genug ausgenutzt haben, dass es echt eine schöne Sache ist. Gut, man muss immer Glück haben, dass dann die, also auch weil die immer auch sehr voll sind, die Züge, also so meine Auffassung nach, muss man mal schauen, dass man auf der richtigen Seite reserviert hat, weil da ohne Sitzplatzreservierung hast du eigentlich keine Chance. Vor allem halt eben in den Schweizer Waggons eh nur die Vis-à-vis-Bestuhlung drin ist, also es gar keine Reihensitze und dann ist natürlich immer die Richtung, wie rum der da gerade drin hängt. Ja, hat aber auch meistens Glück tatsächlich. Oh, nicht damit gerechnet. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ah, Baustelle. Okay, I see. Das war die Baustelle. Gut. Auch nicht schlecht. Dann stehen wir mal ein bisschen hier rum. Dann dachte ich, ich komme jetzt hier wirklich, ich kann mich da so mega durchsneaken und hier fahrzeitmäßig einfach das Ding rasieren. Aber werden wir da vielleicht ins Gegengleis müssen oder ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. So. Was ist denn das Signal? Ich sehe es noch nicht. Da vorne, ne? Ach, hier haben wir unseren 500 Hertz Magneten. Okay.
Ja. Der sagt auch, bleib mal stehen, Kollege. Gut. Dann machen wir das. So, nein, wir halten hier nicht in... Wie heißt du, Kaff? Ist sogar seine Schilder weggespawnt. Naja. So, ich will auch gleich mal auf die Dingens schauen. Ne? Mal auf die... Strecke, was uns da noch erwartet. Also, ob wir jetzt links fahren, ob... nur ein Zug vor uns ist. Ich meine, wir sind wahrscheinlich super im Plan. Nee, eigentlich nicht, ne? Also eigentlich läuft die ETA weiter durch. Schauen wir mal ganz kurz. Spieler zentrieren. Ja, ich mistruste unserem Fahrdienstleiter, wa? Vielleicht fahren wir echt hier dann aufs Gegengleis. Sieht es nicht so aus eigentlich, ne? Schauen wir mal, wenn da der Kollege durch ist, wenn hier ist... Irgendwie, wir sind nicht, warum jetzt hier Ding noch ist auf dem Signal, aber mal gucken. Jetzt, wenn ich mal Fahrdienstleiter anrufe, kann ich natürlich aber aktiv nicht tun. Ich warte mal, bis der Kollege durch ist und dann schauen wir mal, ob dann auf dann Fahrt bekommen. Danach ist er eigentlich frei, ne? Ja, danach ist erstmal nix. Das ist noch ein Günni. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was dann ist, ne? Vor dem Günni müsste man eigentlich die theoretisch... So, guten Tag. Hä, warum? Ja, Gegengleis ist schon okay, aber... Warum ist denn... Muss ich das jetzt ver... Hä? Kommt jetzt, überholt mich jetzt ein... Das, aber, hä, der kann doch gar... Hä? Das, wie soll das Signal jetzt so auf Fahrt kommen? Hä? Say what? Bin ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ich würde mal beim Fahrdienstleiter anrufen und fragen, was da los ist, aber... Ist das jetzt sinnvoll? Das soll man eigentlich nicht tun, ne? Deswegen stand aber auch nichts von Wartezeit dran, deswegen. Wir fahren ja aber auf dem richtigen Gleis, so ist es ja nicht. Und den Günni jetzt dann noch abwarten, ne? Ich stehe übermorgen noch hier. Ne, ich habe da mal einen Fahrdienstleiter angerufen, der hat gesagt, ich darf und dann werde ich wohl dürfen. So. Gut. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das... Also oft soll man das ja nicht machen in Szenarien, ne? Das ist ja dann eher so ein Fehlerfall. Aber mich wundert halt, dass wir am nächsten halt die Zeit hochgezählt haben. Und das wundert mich einfach alles ein bisschen. Wir schauen mal, ob wir hier... Was jetzt hier passiert. Also falls das jetzt quasi... Also falls wir planmäßig hätten stehen bleiben müssen, wäre wahrscheinlich so eine Ansage sinnvoll gewesen. Falls nicht, ist es einfach mal wieder bei mir andersrum. Irgendwie der digitale Fahrdienstleiter hat da wieder Sachen durcheinander gebracht und keine Ahnung. Ist ja manchmal auch so, dass auf verschiedenen Systemen dann dasselbe Szenario irgendwie anders läuft. Oder man ist hier einen halben Kilometer km/h schneller dran gewesen, deswegen hat man das noch bekommen und das ist ja alles relativ komplex. Ja. Muss man, finde ich, einfach gucken, dass das ist. Ich habe das jetzt mal als Bug abgestempelt, also klar. Hier war die Baustelle angesagt. Die ist ja auch hier, das war dann wahrscheinlich sein Gore. Jetzt wollen wir mal gleich ein Vorsignal, was das denn sagt. Ja, guck mal, da sagt doch Fahrt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, kann ich wirklich nicht sagen. Also, eingleich ist es auf jeden Fall nicht. Wir mussten da jetzt nicht ins Gegengleis tingeln. Ich denke mal, Fahrdienstleiter fragen ist dann immer die richtige Sache, die man jetzt hier tut. Habe ich ja quasi gemacht, indem ich die einzige Kommunikationsaufnahmemöglichkeit mit dem Fahrdienstleiter benutzt habe, nämlich Tab zu drücken.
Ah, hier ist die Bahn. Warum hab ich denn da vorher langsam gemacht? Och, Kinos, ich weiß es doch auch nicht. Ja, das wohl hier die Baustelle. Bin noch nicht so schnell gewesen, dass ich da jetzt mega krass runterbremsen musste, ne? Aber das wird schon... Das zieht jetzt an meiner pünktlichen Ankunft in Koblenz, ne? 42, weiß nicht, ob das noch realistisch ist. Mal gucken. Wir müssen danach beeilen. Wenn nicht, haben wir einen guten Grund. So. Schauen wir mal, was das Fahrzeitprofil so sonst so hergibt. Gleich nochmal hochbeschleunigen können und dann nochmal abbremsen, weil wir noch ein bisschen, aber... Wollte ich jetzt mal nicht machen. So, da vorne... Nee, wo ist die Baustelle? Noch kein A gesehen. Ist doch die Frage, in welchem Abstand das Ding aufgestellt wurde, ne? Er weiß es nicht. Hier was übersehen? Vielleicht fahre ich einfach bis Gedönsheim, was auch immer, hier einfach ein bisschen langsamer und dann geht das schon. Hätte er gesagt, zwischen Ding und 5 Kilometer, ne? Also will ich 5 Kilometer langsam fahren. Eigentlich ja nicht, ne? Naja. Oh, ein Bus. Citaro. Ich habe jetzt zu diesem 50 ja noch kein A gesehen, ne? Und ich bin ein bisschen verwirrt, ne? Da muss ich jetzt sagen, stoße ich mit meinem... Ach, da vorne ist die Baustelle. Ach, passt ja. Da muss ich jetzt halt sagen, da stoße ich mit meinem doch sehr... Also... doch nur rein auf die Simulation fokussierenden Bahnwissen dann halt so ein bisschen an meine Grenzen, muss ich sagen. Ja, das hatte Problemchen, ne? So, aber dann haben wir, finde ich, souverän gemeistert. So, Ende. Fantastisch. Können wir da direkt wieder hochbeschleunigen, wenn wir wollen. So, Günni. Guten Tag, Kollege Günni. Auf den hätten wir jetzt noch gewartet. Nee, war schon besser so. So, natürlich, wie immer, klar, so der letzte Abschnitt, bevor man Feierabend hat, ist er davor immer schön mit Verfrühung eingetrudelt. Und jetzt, wenn es dann auf die letzten Meter bis zum Feierabend geht, da sammelt man dann immer gut und gerne seine Verspätung an. Na, dann, wenn es dann relevant ist, wenn man danach ein paar Minütchen vielleicht früher schon raus könnte, dann, nee, dann dauert es länger, klar. Habe ich was anderes erwartet? Nö. Aber ich cool, dass es an der Baustelle war. Das muss ich sagen, finde ich mal nice. So, jetzt sind wir am Bobhard gleich. Was haben wir hier? Gleich 100. Okay, das kriegen wir, denke ich, hin. So, Bobhard, da fahren wir nur drüber. Da halten wir ja nicht. Und dann sind das noch knapp 20 Kilometerchens. Wird auch fleißig gebaut da an der Seite. Gucken wir einer an. So, da wären sie auch gewesen, unsere 100. Gut. Haben wir ja, denke ich, einigermaßen souverän hier durcherledigt. Jetzt schauen wir mal gleich, wenn wir als nächste Aufgabe halt eben nur noch Koblenz halten haben, was da unsere
voraussichtliche Ankunftszeit sagt. So, wenn wir da einen Personalwechsel da haben, dann sollten wir schon zeitig da sein. Ne? Kann ja nicht sein, dass wir da jetzt ewig zu spät rantingeln. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir jetzt hier um 42 würde ich jetzt mal als sportlich bis nicht wirklich möglich ansehen. Aber hey, vielleicht passieren ja gleich noch ein paar Wunder und so und dann geht das schon. Aber ein bisschen kritisch eingestellt, muss ich sagen. Guck mal einfach mal, was da so passiert. Eigentlich müsste doch jetzt in Fahrtrichtung mal mindestens eine RB26 treffen. Wir werden schon wieder überholen. Die jetzt irgendwo steht, vielleicht im Bobhard oder irgendwo anders. Also vom Gefühl her. Weiß ich nicht. Also vom Gefühl her müsst du mindestens eine irgendwie immer überholen, weil du immer hier so den bummeligen Nahverkehr vor dir hast. Das kann eigentlich fast gar nicht anders sein. Ich meine, der Süwex hier, der RE2 bis Koblenz, der hält ja auch relativ selten. Und ab Richtung Norden hast du dann ja ab Koblenz den RE5 und hält halt auch weniger, ne? Das ist auch nicht so viel weniger als wir, aber die RB26 ist halt schon. Die hält ein paar Mal mehr als andere Züge. So, was haben wir hier? 120. Die wollen einfach nicht so pünktlich kommen, ne? Das ist einfach genau das Ding. Die wollen uns einfach raus haben. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich ausrechnen, wie viel Geschwindigkeit wir haben müssen und jetzt die Anzahl Kilometer und so und dann das mal gegenrechnen mit dem, was wir da voraussichtlich fahren würden, aber das lasse ich einfach mal auf mich zukommen hier, ne? Ja, so entspannt am Anfang, ne? Du warst immer ein paar Minuten zu früh. Ich meine, gut, wären wir jetzt in einem durch, ne? Also hätten wir da jetzt keinen Halt gehabt. Ich immer noch nicht genau weiß, wie ich den einzuordnen habe, dann so, 100, okay. Dann ja, wahrscheinlich funktioniert, dann werden wir halt gerollt, immer mit den 50 da dann irgendwie lang und dann wären wir da, glaube ich, ein bisschen besser dran gewesen. So, guten Tag, Kollege Günni. So, das. Vielen Dank für die akustische Untermalung. Aber das mal für die Leute, die sagen, mach doch mal den Zug lauter. Wenn ich jetzt hier den Zug hier lauter mache, dann fliegen euch bei dem nächsten Güne mir sowas von die Ohren weg. Also, es ist immer, finde ich, halt eine krasse Abwägung zwischen allen möglichen und das, was hier im Steuerwagen von einem Doppelstockzug natürlich irgendwie fast nichts wahrnimmt, ist halt einfach irgendwie klar. Also, in der Lok ist es nochmal ein bisschen lauter, aber dass ich jetzt hier natürlich nicht viel mehr arbeiten höre, ist halt einfach irgendwie so. Und ich habe das einfach versucht, an das Lauteste einzupegeln und das sind dann einfach halt die Günnis, die vorbeifahren. Also hört man auch ein bisschen mehr, ne? Ist ja klar. Das heißt, anders als im Trains in World, hier kannst du nicht einfach sagen, ja, Fenster auf und anderes Lautstärke-Ding. So, wenn wir jetzt hier durch sind. Ui, 5 Minuten Verspätung. Autschi. Ja, gut, klar. Kam mit Baustelle und Ding. Was sollen die? Okay. 6,50 allerdings gestanden. Haben wir schon auch ihren Zweck, ne? Kannst du von Bob Hart bestimmt irgendwo hin. So. Dann sind das hier wohl unsere letzten Meterchens. So, 110 waren die 120. Ja, aber am Ende dürfen wir noch mal ein bisschen, ne? Da ist noch nicht mehr viel. Da kommt hier noch irgendwie. Da sind noch ein paar, ne? Sind nur ein paar Halte, die wir alle natürlich gekonnt auslassen. Was kann man noch auslassen? Ein
Stück irgendwas in der Pfanne kann man doch auslassen, ne? Sagt man doch so. In der fancy Fachkochsprache. Ja, so wie wir Halter auslassen, kann man auch einfach irgendwie so ein Stück Speck in der Pfanne auslassen. Genau. So. Das ist doch das Ding. Aber schade, dass hier keine Weine... Also hier sind... Wobei doch da vorne sind welche, oder? Was seid ihr? Hier sind auch wieder keine Weinreben. Schade eigentlich, weil hier könntest du das wirklich machen. Und es gibt ja auch Weinreben als Objekte oder so. Das ist ja nicht... Ja, aber es sieht schon malerisch aus, ne? Wenn das hier so ein bisschen Terrabemalung und so ein bisschen Mäuerchen dazwischen. Finde ich, macht der Berg da links schon noch ein bisschen mehr her als so ein 100% mit Bäumen begrünter Berg. So, 140. Wir müssen jetzt alles ausnutzen, was wir können. Damit die unsere Leute da pünktlich nach Koblenz bringen. Bin mal gespannt, ob die Ansage das irgendwie mit berücksichtigt, dass wir da ein bisschen was verplempert haben. Also... Ja, schauen wir mal, was das denn hier so ausmacht. Ja, zählt leicht runter, aber das hält sich doch halbwegs konsequent. Mal schauen, wird wahrscheinlich nicht 5 Minuten werden, aber mal gucken, ob das auf die Umsteigemöglichkeiten noch irgendeinen Effekt hat. Mal gucken. So die Estimated Time of Arrival da unten ist ja fast noch schlimmer. In ihrer Ungenauigkeit als die aus dem DB-Navigator. Das ist ja teilweise schon... Jetzt 2004 an die Fahrdienstleitung, bitte kommen. Fahrdienstleitung hört. Wir haben mit einem Fahrgast Ärger. Der hat sich wohl auf dem Klo eingeschlossen und will da nicht rauskommen. Okay, dann schicke ich dir hier die Bundespolizei in Koblenz zum Zug und hoffe, dass er schnell weitergehen kann. Alles klar, das hoffe ich auch. Okay, das war random. Ich skülle jetzt über meine Verspätung, aber da kriegen wir eh nochmal mindestens 10 Minuten drauf. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt nach der neuen tollen EU-Fahrgastrechte-Verordnung kriegst du dann für nicht einmal mehr eine Entschädigung als Fahrgast. Ist das nicht klasse? Weil wir nicht dran schuld sind. Das hat trotzdem den Schaden, aber du wirst nicht dafür entschädigt. Also klar, ich kann schon nachvollziehen, dass man das nicht viel dafür kann. Aber, weiß ich nicht, ist da mit 100 Ausnahmen, wenn er dann... Also, für die, die nicht genau wissen, um was es geht, es gibt jetzt seit einiger Zeit eine neue EU-Fahrgastrechte-Verordnung und früher war es ja egal, durch welchen Grund dein Zug zu spät kam, du hattest halt eben Anspruch auf Entschädigung, also Rückerstattung vom Fahrpreis und der Teil wird jetzt eingeschränkt. Also, falls jetzt... ich wollte keine Scheibenwischer anmachen. Also falls jetzt höhere Gewalt, wie zum Beispiel ein Polizeieinsatz oder ähnliches dafür verantwortlich sind oder besonders schwere Unwetter, dass dein Zug Verspätung hatte, dann wirst du dafür nicht mehr entschädigt. Du darfst zwar natürlich weiterhin trotzdem im Rahmen der Fahrgastrechte andere Züge benutzen, also wenn dein Anschluss deswegen weg ist, heißt das nicht, dass du dann auf deinem Ticket sitzen bleibst, sobald es natürlich eine durchgängige Verbindung ist oder auch so anderen Kram, wie wenn es der letzte Zug des Tages ist und so Hotelübernachtung und bla und blub, das ist ja trotzdem alles irgendwie, klar, also du wirst ja trotzdem menschenwürdig irgendwie versorgt, aber es geht halt um diese Erstattung vom Fahrpreis aufgrund der Unannehmlichkeiten und das ist, finde ich, halt jetzt schwierig geworden, das jetzt durchzusetzen, weil es jetzt halt eben nicht nur den Fall gibt, du musst nachweisen, in welchem Zug du warst und ja, okay, du hattest wirklich nur so viel Verspätung, sondern wenn du jetzt einen Zug hast und auf deinem Laufweg jetzt irgendwie sind nicht 5 verschiedene Probleme gehabt, ne? Da hattest du 5 verschiedene Eintragungen, was da so alles passiert ist und ja, da jetzt raus zu bestimmen, was jetzt der relevante Anteil war, macht dann halt wahrscheinlich Service hinter Fahrgastrechte und oh, da kannst du dann halt auch nicht viel tun, im Zweifel außer halt irgendwie widersprechen, aber das ja, macht es auf jeden Fall definitiv nicht einfacher und vor allem nicht kundenfreundlicher. Also ich kann es natürlich nachvollziehen, dass wenn du wirklich als Bahn absolut nichts dafür kannst, dass du dann auch nicht, ich sag mal, die Fahrgäste dann dafür entschädigen willst. Immer vollkommen nachvollziehbar, so du kannst halt wirklich nichts dafür. Oder Strecke ist gesperrt, weil, weiß ich nicht, gibt ja verschiedene Gründe, weniger Infrastrukturgründen, sondern was anderes. Und da kannst du natürlich als Bahn nichts dafür.
Problem ist natürlich, wird dann immer, wenn du sagst, du tust da nicht genug Effort reinstecken, um die Situation zu beseitigen. Also klar, Unwetter hier und da, Eis ist Kälte. Die Schweizer kriegen es aber trotzdem hin. Das heißt, du kannst natürlich an der Infrastruktur, Weichen, Bahnen etc. auch so ausrüsten, dass das auch unter stärkerem Extremwetter irgendwie funktioniert. Plus, wenn du genügend Umleitungsstrecken, Weichen, Ersatzzüge, Ersatzpersonal hättest, dann würdest du wesentlich schneller wieder einen stabileren Betrieb aufrechterhalten, auch über eben Alternativstrecken, als wenn du eben so ein doch sehr auf Kosteneinsparung optimiertes Netz hast. Unser nächster Halt ist Koblenz Hauptbahnhof. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Das ist deswegen so der Punkt, wo ich immer so ein bisschen denke, ja, weiß ich jetzt nicht. Also klar, kann ursächlich eines der Ausschlussgründe sein, aber die Beseitigung und das schnelle Wiederaufnehmen vom Bahnverkehr, das liegt dann ja schon... Meine sehr verehrten Fahrgäste in Koblenz, haben Sie Anschluss an... Haken wir das mal ab. Die Regionalbahnlinie RB23 nach Mayen-Ost. Planmäßig Abfahrt ist 14.52 Uhr von Gleis 5. An die Regionalbahn der Linie RB10 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Niederlahnstein, Oberlahnstein, Braubach, Rüdesheim. 14.52 Uhr von Gleis 8. An den RE25 nach Gießen. 14.57 Uhr von Gleis 109. An den Regionalexpress der Linie RE1 nach Mannheim Hauptbahnhof. Mit Zugteilen nach Luxemburg, planmäßige Abfahrt 15.06 Uhr von Gleis 9. An die Regionalbahn der Linie RB10 nach Neuwied, 15.08 Uhr von Gleis 8. Sowie an den ICE 228 nach Dortmund Hauptbahnhof über Bonn und Köln, planmäßige Abfahrt ist 15.13 Uhr von Gleis 3. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier in Koblenz aus- oder umsteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ich möchte anmerken, dass ich jetzt nicht zu 100% verstanden habe, was da passiert ist. Ich war direkt auf dem Wachsam-Taster. Das war auch zu schnell, um, du hast Wachsam nicht gedrückt gewesen zu sein. Also entweder war das halt irgendwie ein 1000-Hertz-Magnet oder... Nee, warte mal, kannst du gar nicht, 2000 Hertz ist doch der direkt bumst. Ich glaube ja. Ich habe jetzt natürlich nicht genau nachgeschaut, was da jetzt das Ding war, aber... Ich war nicht zu schnell. Ich habe sogar schon direkt angefangen einzubremsen. Na, wenn ich mir das anschaue im Video, sehe ich wahrscheinlich, was das Ding ist, aber... Ich habe das jetzt nicht vollkommen nachvollziehen können, was da jetzt schiefgelaufen ist. Wachsam hat ja auch schon im Anschlag. 140 Waren. Ich war sogar schon quasi leicht drunter. Was ist denn da jetzt? Mal die Zoom-Augen rausholen. Das ist jetzt seltsam. Seltsam. Sehr seltsam. Gut, das war's dann mit meinem pünktlichen Feiern. Wir wären fast 42 wahrscheinlich da gewesen. Hätten wir jetzt direkt Einfahrt gehabt. So, jetzt sind wir natürlich langsam hier ans nächste Signal ran. Mal schauen, was da ist. Ich bin gerade wirklich am Überlegen und ich muss sagen, ich komme nicht drauf, was ich da jetzt versemmelt habe. Nun ja, so ist das eben, wa? Ist immer noch, okay. Jetzt schon mal im Fahrdienstleiter. Okay, darf ich auch gar nicht. Gut. Hat wohl noch ein anderer Kollege vorher Ein- und Ausfahrt. Gut. Dann warten wir halt. Ich habe mich auch nicht befreit, ne? Also, dass das Wechselblick jetzt aufgehört hat, dafür kann ich jetzt nichts. Wenn es gleich der für 500 Hertz mich auch nochmal auf Null runterbringt, dann, ja... Ist das ein wenig traurig. So, hier bist du. Was machst du? Super, wunderbar. Ja, schauen wir gleich mal, was da los ist, ne?
Man weiß es nicht. Gut, schauen wir uns gleich mal die Situation im Koblenzer Hauptbahnhof an. So, stehen wir mal wieder hier schön davor. Darf ich? Darf ich nicht. Okay. Schauen wir mal, warum ich nicht darf. Wir wollen auf Gleis 3. Ne, 2 ist das. Das ist eine 2. Gut. Das ist eine 2. Wir wollen auf Gleis 2. Spieler zentrieren. Ach, dann RB26. Gut. Wir wollen auf Gleis 2. Warum dürfen wir nicht auf Gleis 2? So, was kreuzen wir denn da? Fällt noch was anderes ein? Gucken wir mal, ob der RB23 vor uns Einfahrt bekommt. Ja, natürlich vollkommen nachvollziehbar auch. Also vollkommen berechtigt natürlich. Haben wir dem Fahrdienstleiter zu viel Probleme gemacht? Hat er keinen Bock mehr auf uns und lässt uns deswegen hier irgendwie... Ich weiß halt nicht, wo die hinfährt, ne? Die fährt aber... Die kreuzt uns doch gar nicht. Wir könnten ja locker parallel... Die hätte doch hier im linken Bahnhofsbereich. Was ist denn mit Gleis 2? Schauen wir mal. Vielleicht fährt sie doch hier rüber. Wenn die jetzt auf Gleis 1 fällt, ne? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Haben wir von vorne noch irgendwas? Da kommt doch gar nichts mehr. Hm. Gut, wahrscheinlich hat der randalierende Fahrgast in der Toilette hat uns jetzt einmal... Weiß ja auch nicht. Und was hat er gemacht? Auch keiner, der uns quasi überholt und auf dem Gegengleis dann vor uns einfährt, ne? Ich glaube, da haben wir es einfach versammelt. Vielleicht habe ich durch meinen Zug, durch meinen Wagenmaterialtausch da jetzt irgendwas versammelt. Der kommt jetzt ja gar nicht mehr in unseren Bahnhofsbereich rein. Ja, liebe Leute, wegen eines defekten, weiß ich nicht, Zuges. Ehrlich gesagt, unsere Fahrt hier kurzzeitig kurz vor dem Koblenzer Hauptbahnhof. Der Fahrgast darf jetzt noch alleine in der Toilette rumrandalieren, weil die Bundespolizei es nicht schafft, hier bis an den Zug zu kommen. Was ist denn mit dem Gleis 2? Huh. Erfahren ist leider das kaputt. Ja, vielleicht hat der Rollmaterialtausch da irgendwie jetzt auch nicht so sonderlich gut getan. Ich sehe halt sonst nichts, was uns da blockiert, ne? Das ist wieder echt ein wildes Sehen, warum das jetzt nicht tut. Absolut keine Ahnung. Aber, wie gesagt, wir haben ja trotzdem den Großteil der Fahrt eigentlich fantastisch hinbekommen. Ja, gut, nochmal letztes Mal. Falls ihr angerufen, der ist nicht erreichbar. Was aber erreichbar ist, ist gerne ein anderes Video, das ihr jetzt hier anschauen könnt. Und sowieso alle anderen Zugfahrten oben in der Playlist. Könnt ihr euch gerne anschauen. Macht's gut, wenn ihr bis zum Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.